Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Plays. Hier ist Spyro 2, Gateway to Glimmer. Ja, und zwar, wir müssen ja noch. Was holen. Und zwar die Könnerpunkte, die fehlen uns ja noch. Und wenn wir die geholt haben, was hoffentlich heute der Fall sein wird, dann. Wollte ich euch noch ein paar Cheats zeigen. Die habe ich mir nämlich eben gerade aus dem Internet gezogen. Sind jetzt nicht alle, aber halt so in Anführungszeichen die, die mir als wichtigste erschienen sind. Spyro, dies ist die Heimatwelt, der Sommerwald. Hier gibt es Tore, die zu vielen Welten. Ja, komm. Jo. Und zwar. Zwei Sachen, die ich sagen wollte. Wir haben heute, glaube ich, den 26. Oktober. Bin ich ganz sicher. Ich habe nämlich mein Zimmer ein bisschen umgeräumt. Das heißt, ich habe jetzt keinen. Hallo, Schreibtisch mehr. Ich habe mir so von Ikea so zwei Dinger geholt. Also, das ist irgendwie so ein Regal-Dingenskirchen mit so vier Abstellfächern drin. Gab es auch mal mit neun, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Weil die wahrscheinlich umgefallen sind oder so, keine Ahnung. Ja. Und jetzt kann ich zocken, während ich im Bett liege. Das ist so geil. Also liege, sonst muss ich halt vorher drauf sitzen. Weil wenn ich auf meinem normalen Stuhl gesessen hätte, dann wäre ich viel zu nah am Fernseher dran gewesen. Deswegen musste ich mich auf mein Bett setzen und es war halt nicht immer so ganz bequem, weil halt diese Kante dran ist. Jo, jetzt habe ich mir bei Dennis aus dem Video rausgeschrieben, wo die ganzen Könnerpunkte sind. Ich habe aber versucht, so gut wie möglich nicht darauf zu gucken, was es für welche sind, sondern einfach nur wo. So, und jetzt müssen wir mal zu den Könnerpunkten blättern. Okay, dann kann ich nämlich hier schon mal rausstreichen. Wo habe ich meinen Stift hingetan? Da. Skelos Einöde. Hurrikus. Crush Skerker. Haben wir in Groot doch alle Bäume gehabt? Ich dachte, ich hätte mich da noch beschwert von wegen. Na, dann war das doch nicht so. Na gut. Glut. Canyon Ring. Aquaria und Skelos Einöde. Nochmal. Okay. So, dann fehlt uns jetzt noch Kolossus. Das ist das mit dem Eishockey-Spiel. Ich denke mal, da müssen wir 5-0 gewinnen oder so. Bruchhügel. Weiß ich nicht. Schlucks Haus. Da müssen wir Schlucks Schluck bekämpfen, ohne ja, getroffen zu werden. Riptus Arena, genauso. Die werde ich aber als allerletztes machen. Ozeanring, Metroring, Eisring. Da halt die einzelnen ja, Bestzeiten schlagen. Götzenbach und Schlucks Haus. Das ist jetzt nochmal Schlucks Haus. Da war das, glaube ich, dass wir den Ripto treffen müssen mit einer Rakete oder so. Keine Ahnung. Das wird ja auch nicht so schwer. Ja, ich. Ach, da gibt's. Ich sehe gerade. Das war. Ich hatte ja. War ja so am Überlegen. Bei diesem. Ach, wie hieß das denn? In die Farm da. In Wintertundra. Da hatte ich ja gedacht, dass wir da drei oder fünfmal im Kreis laufen müssen. Aber anscheinend gibt's da gar keinen Körnerpunkt. Das ist ja. Eigenartig. Mal gucken. Jo, das war's, glaube ich, genau. Dann würde ich sagen. Ach genau, und Götzenbach, da weiß ich auch nicht so ganz, was das sein soll. Aber wir werden jetzt erstmal. Ja, komm, wir machen den Götzenbach zuerst. Dann können wir da mal ein bisschen suchen. Oder nee.
Wir gehen erst zu Kolossus. Ich habe das Gefühl, dass das Bild etwas anders aussieht. Ich habe nämlich gerade... Ups. Die Verzögerung ist, glaube ich, auch ein bisschen heftiger geworden. Ich habe mir nämlich... Ich habe mir nämlich... ich muss mal unbedingt sprechen lernen. Ah, ich weiß, glaube ich, woran das liegen könnte mit der Verzögerung. Ha! Dann weiß ich auch, warum ich gestern nicht gut zocken konnte. Stelle ich das jetzt ein? Dann muss ich das rausschneiden. Weil ich habe ja mein Zimmer umgestellt, habe ich ja eben gerade schon mal erzählt. Nein, Quatsch. Und da habe ich halt alles abgeschlossen. So. Irgendwo konnte man hier einen Zockermodus einstellen. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo das war. Einstellungen vielleicht. Was auch immer Pip ist, keine Ahnung. Weil ich habe den nämlich in ein anderes Dings reingesteckt, als der vorher war. Ton, nein, Bild. Öko-Lösung, alles klar. Erweiterte Einstellung vielleicht. Wo war das denn? Expertenmuster. Aber das ist jetzt scheiße, ne? Hätte ich ja auch vorher machen können. Bildoption. Filter, Filter, Filter. Kann man so viel einstellen? Ne, Bild zurücksetzen nicht. Auf jeden Fall habe ich mir die neue Version vom Elgato Capture Dingenskirchen runtergeladen. Weil meine alte Version nicht mehr funktioniert hat. Weil die abgelaufen war. Sender vielleicht? Da kann ich aber nichts dran einstellen. Quellen? Ja, es ist nur das da. Extras? Nur Name bearbeiten. Jetzt geht mein anderer Bildschirm wieder. Ach. Kakei, würde ich da mal sagen. Ah, jetzt ist er wieder weg. Zurück. Ja. Anwendungen. Inhalte anzeigen. Keine grundlegende Funktion. iNet. Ja, habe ich schon immer mit Internet zu tun. Ne. Da muss ich nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, wie ich... Ich habe das direkt von Anfang an eingestellt und ich weiß nicht mehr wie. Oder ich muss dann nachher einfach mal umstellen. Das wird jetzt auch so funktionieren. So. Auf jeden Fall wollte ich nämlich yesterday ein bisschen Guitar Hero... Ja, Guitar Hero 2 wollte ich zocken. Und das Problem war... dass das mit der Kalibrierung mal so überhaupt nicht funktioniert hat. Das Gute ist ja schon mal, dass bei Guitar Hero 2 genau das gleiche Kalibrier-Dingenskirchen verwendet wird wie bei Rock Band. Das heißt also, da läuft dann ein so ein Punkt über einen anderen Punkt rüber und wenn die sich überschneiden, muss man halt anschlagen und dadurch wird dann halt die Kalibrierung, die Latenz eingestellt. Ja. Nur irgendwie hat das nicht funktioniert, weil ich habe andauernd, ich habe mal 23 rausgekriegt, also 23 Millisekunden sind das, glaube ich. Dann habe ich mal 108 rausbekommen, dann sehr oft 98. Und dann auch mal 180, also das ist total unterschiedlich. Und
Auch wenn das dann irgendwie eingestellt war, ich habe das so vermutet bei 75 ungefähr. Und da musste ich das immer ein bisschen vorher abpassen. Irgendwie. Ich da. Ja. Hab ich doch schon. Ja, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Es war immer irgendwie daneben, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es daran gelegen haben. Das Bild ist hier so dunkel, weil ich glaube, das ist eigentlich der PC-Kanal, auf dem ich gerade bin. Oh nein, das wird voll schlimm jetzt. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Ah, Spyro, willkommen. Möchtest du gegen unseren Torwart spielen? Es ist viel zu kalt. Du hast zwei Minuten Zeit, um 5 Tore zu schießen. Bla bla bla. Only gegen den Torwart. Ja, dann kann ich jetzt mal gucken, ob das funktioniert, was ich in meinem Kopf habe. So. Ach, fick dich doch. Dass es hier ein bisschen komisch aussieht, was ich hier fabriziere, das liegt an der Verzögerung. Ach ja. Zu mir, zu mir! Manu! Was ist denn? Ach, Kreisesfeuer. Ich habe nämlich auch noch gestern, weil dann Guitar Hero nicht richtig funktioniert hat, habe ich dann was anderes gespielt. Und zwar Spyro Hero's Tale, glaube ich. Habe ich mal weitergespielt. Ich habe das nämlich mal angefangen. Jo. Und da haben sie nämlich die Tastenbelegungen umgelegt, die Deppen. Er ist nämlich jetzt nicht mehr auf Quadrat rennen, sondern auf Quadrat ist Feuer. Finde ich persönlich nicht so geil. Ach du behinderter Spacken-Paul, ey. Kann doch nicht sein. Natürlich schaffe ich das jetzt nicht. Wo ist der Kackpuck? Ich mach das lieber über die andere Seite. Läuft die Zeit jetzt weiter? Ja. Schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, weil ich mich zu dumm angestellt habe. Wo ist der Puck? Du musst. Ja, du musst dich konzentrieren, Spyro. Ich will doch nur gegen den anderen Spacko gewinnen. Da ist der Puck. Ach ja. Ich glaube, ich werde das gleich doch noch mit dem komischen Modus da machen oder ich werde mal wieder meinen Fernseher darunter wuchten und umstecken. Wo ist der Puck? Da. Ich habe ihn nicht gesehen. Muss ich doch wieder so machen, damit ich sehe, wo der den hinschießt. Da hinten ist er jetzt nämlich. Nimm ihn doch! Spyro. So, wie viel steht jetzt? 3-0, ne? Wir haben ja noch eine Minute Zeit. Das wird also noch baseln. Dankeschön. Ja, jetzt wieder über meine Lieblingsseite. Ich finde die irgendwie einfacher. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. So, der letzte Punkt.
gepuckt.